Willkommen zur nächsten Folge auf dem Eisern. Letztes Mal haben wir hier begonnen, die zwei Bahnen zu bauen. Einmal hier die Uni und hier auf der anderen Seite die Uni G. Mit der sind wir nicht ganz fertig geworden und da möchten wir heute auch weitermachen. Genau, wir setzen zuerst mal die ganzen Stützen weiter. Wir können, glaube ich, 63 Betriebsmittel, genau. Sind es noch ein bisschen mehr so. So, machen wir mal hier eine. Keine Gletscher. Und jetzt sehen wir hier oben direkt, dass noch eine zweite braucht. Die muss deutlich kleiner sein. Ja, so die noch ein bisschen hoch. Genau, ja, jetzt die Frage, wie machen wir es genau? Die können wir vielleicht sogar weglassen. Ja, die können wir weglassen. Machen wir hier nochmal grob eine. Und da können wir jetzt so, ja, mal ein bisschen die Trasse bauen. Hier machen wir mal dieselbe Höhe und ich bin der Meinung, hier braucht es einen Niederhalter, ja garantiert, von 14 Meter, sagen wir mal. Ja, oder vielleicht 17. Ja, das ist schon aber die Grenze. Und die da können wir jetzt auch ein bisschen hoch noch. Ja, genau. Hier die 7 passt soweit. Ja, die ist ganz in Ordnung so. Dann kommt hier die nächste. Ich habe jetzt dieses Tool nicht mehr drin, denn ich kann die eigenen Stützen damit gar nicht verwenden. Etwas blöd, aber sobald der Mut draußen ist, dann geht es. Und genau da rauskommen kann ich auch noch nicht sagen. Hier, ja, etwas grenzenswert. Wir machen mal lieber noch, ja, irgendwie eine Wechsellast oder so hin. Oder ein Niederhalter, auch gut. Ja, vielleicht noch etwas. Ne, so passt die Neigung eigentlich schon. Aber mit der 8 bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Die steht da etwas komisch. Ich finde, so passt schon etwas besser. Und natürlich braucht es hier auch einen Niederhalter. Und ich glaube, hier können wir sogar eine Gletscherstütze bauen. Denn hier brauchst du das vielleicht noch eher mal. Aber da merken wir, es braucht noch eine zweite, damit es geht. Versuchen wir es mal so. Die 11, nee, die 13 braucht noch eine bessere Neigung. So wie, dass wir hier das Terrain noch etwas anpassen. ja, genau, weil. Aha, machen wir es doch gerade so. Genau. Dann können wir auch die andere noch ein bisschen runter senken. Gradstein Tal Express heißt übrigens. Haben eine Länge von knapp 1 Kilometer. Das finde ich ganz in Ordnung. Kann man hier echt auch besser eine Gletscherstütze bauen. Na, es reicht bei denen. Aber die 11 müssen wir noch etwas zurückneigen.
Okay, dann gehen wir auf Finish und machen das Terrain auch noch etwas realistischer hier. Denn, ja, allzu realistisch sieht es auch nicht aus. Jetzt, ja, passt es besser. Was wir heute noch möchten, ist hier rund um die Station ein bisschen bauen, das heißt Garagengebäude und so. Hier das Terrain ansmoothen und so. Ja, so wie hier vorne. Kann man ja mal Replays reinnehmen. Genau. Was ich auch noch sagen kann, ist eine kleine Info zu den Uploads. Sie hat sich immer gewünscht, dass ich mehr Videos in der Woche uploade von dem Projekt. Eigentlich sowieso schon geplant eine Upload-Plan-Erhöhung vom Eishorn. Ja, wie oft genau kann ich euch noch nicht sagen. Dieser Bug wieder. Das nervt. Aber ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen mehr Videos bringen, da sich auch wirklich viele wünschen. Und ich glaube auch viele Freude daran hätten. Genau. Ja, deshalb kommen ein paar mehr Videos. Hier kommt die Piste an, ja. Das passt hier ganz gut. Hier vielleicht ein klein wenig nach unten. Da müssen wir nachher nicht einmal groß replacen, wenn wir dann die Pisten bauen. Denn ich glaube, hier hinten ist auch schon bald so weit, dass wir Pisten auch schon bauen können. Im Silertal haben wir das ja wirklich eigentlich komplett rausgeschoben, wenn ich es so nennen kann. Wir haben das wirklich ziemlich am Schluss gemacht. Also ja, wo dann auch noch Detaillierung dran war, aber wir haben eigentlich wirklich zuerst die ganzen Seilbahnen gebaut, dann habe ich offline begonnen, das Dorf zu bauen. Ja, und das wollen wir hier ein bisschen anders machen. Ich glaube, es ist bald an der Zeit, mit dem Pisten zu beginnen. Und etwas weiteres, was ich auch bald machen werde, ist ein Livestream, wo ich dann am Dorf beginne. Genau, dazu Entschuldigung, bald mehr. Ja, genau, dazu bald mehr. Wann genau, kann ich selber noch nicht sagen. Da kommt wieder der Sound von dem. Ich finde den so geil. Ja, hier sehen wir schon, wo es zu steil ist. Dort, wo der Schnee nicht mehr ansetzt. Ja, hier ist das Terrain fertig. Da unten ist eigentlich noch gar nicht fertig, das Terrain. Und das heißt nicht final und so. Aber ja, das kommt dann auch ein anderes Mal. Dann, wenn es eben wirklich ums Dorf geht. Genau, wie schon angekündigt. Sieh grad, wir sind noch nicht so weit bei der Zeit, also haben wir noch ruhig Zeit, so ein bisschen was machen. Ja, hier können wir nicht mal weiterbauen, das wird schon echt zu steil. Nee, da muss ich aufhören, das können wir nicht so nehmen. Das ist absolut zu steil. Das heißt für uns, wir bauen irgendwo hier hinten durch, weil da bei der Trasse möchte ich das Terrain eigentlich nicht großartig verändern, denn ja, so realistisch ist es nicht, wenn hier das Terrain plötzlich anders ist. Genau, machen wir hier unten mal so einen Ansatz von der Piste. Und machen dann nachher von oben aus. Auch hier unten soll es noch weitergehen. Wie genau, kann ich mir noch nicht vorstellen. Es ist so ein etwas größeres Projekt in Planung. Wie genau, weiß ich noch gar nicht, dass, also wie genau das wird. Und ob es jetzt auch wirklich so wird, wie ich es mir dachte, kann ich noch nicht sagen. Aber dazu auch bald mehr.
Es wird auf jeden Fall eines der nächsten Bauprojekte sein. Von Gebäuden und so. Aber auch die Mittelstation müssen wir mal bauen. Wir haben so viel zu tun. Aber ja, die Map soll auch was Gutes werden. Genau, denn ja, ich weiß nicht, wie gut die denn spielbar ist. Allein von der Performance dann am Schluss und auch von der Arbeit her hat man extrem viel zu tun. Ja, das heißt, wie viel das Testen wirklich spielen werden, weiß ich auch nicht. Aber von Seilbahn her wird die, denke ich mal, schon spannend sein zum Spielen. Ich mache jetzt mal so einen Block hin, da unten, das Terrain eben müssen wir dann bauen. Mach mal hier so ein bisschen eine Kurve hinten rum. Ja, genau, so passt es doch ganz gut. Ja, so, und dann machen wir hier noch eine wenig steilere Abfahrt. Für die, die halt den direkten Weg nehmen wollen. Ist zwar auch schon sehr steil gerade. Ja, merke ich gerade so. Wir können es ja so machen, dass wir hier noch ein bisschen was nehmen. Nach vorne nehmen, meinte ich. Ja, so. Absmoven tun wir nicht heute, so wie genauere Stellen machen wie hier. Es ging mehr darum, mal grob einzuzeichnen, wo wir durchfahren möchten mit den Pisten. Und von hier aus, von hier vorne besser gesagt, gibt es dann auch eine Piste, die da nach vorne geht. Und von hier hinten geht eine weiter runter. Genau, und auch von hier vorne sollte eine Piste kommen und von da eine bisschen steilere, die, wenn ich mich recht erinnere, haben wir schon mal gemacht. Und was ich gerade merke, na, wir könnten hier theoretisch einen See machen, aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist, denn hier beginnt eigentlich der Gletscher. Und da noch ein See. Aber da passt's. Ja, ja. Da machen wir doch noch einen See. So. Können es gerade als Quadrat vergrößern. Dann noch ein bisschen in die Länge. Ja, so. Den noch ein bisschen hoch. Und hier vorne passen wir schlussendlich das Terrain an. So Tricks beim Terrain: immer ein bisschen mehr nehmen, wenn man schlussendlich nur so ein schmalen Ding will. Replays nicht so nehmen, denn also, und hier den tieferen, weil wenn wir dann absmoven, dann geht er immer ein bisschen weg. Gerade wenn es eine steilere Kante wie hier ist, immer etwas breiter. Wenn man dann recht groß macht zum, ja, absmoven, verliert man hier doch wieder ein bisschen was. Genau. Haben erst 11 Minuten. Kommen nicht vorwärts heute. Ja, doch, wir kommen umso mehr vorwärts und Zeit geht nicht voran. Und auch bei dem Schlepplift gibt es eine lange blaue Piste. Ja, und wie genau man von hier dann wieder hochkommt, weiß ich noch nicht. Vielleicht geht es dann hier irgendwie nach vorne und da kommt dann in eine ältere Bahn wieder hoch, weil ich bin mir noch nicht sicher, ob man hier so flach durch Pisten bauen kann. Ich kann euch mal zeigen, was ich so aus Langeweile mal gebaut habe.
leider etwas ungenau. Ja, aber wenn man drüber fahren will mit dem Auto, muss man hier noch Bretter drauflegen. Das heißt vielleicht, dass es hier doch eine Piste gibt. Ja, aber wie genau, weiß ich noch nicht. Dann hätte ich einfach erstmal gesagt, wir sind heute fertig. Ja, genau, hier die Station, das habe ich noch nicht gezeigt. Ich habe dann ein zweites Kommandoraum noch hingemacht, offline und ein Förderband. Das heißt für uns, dass wir hier unten noch einen Ausstieg für Skifahrer machen müssen. Wenn schließlich ein Förderband hat. Genau, aber dann wäre es das gewesen für heute. Ich danke ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, ich seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, und abonniert doch meinen Kanal. Das würde mich echt freuen. Jo, dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.